Und willkommen zurück zu Rent, meine lieben Freunde. Und diesmal sind wir nur zu dritt. Der eine ist verschwunden. Nein. Akuma ist wieder mit dabei. Der Stone ist wieder mit dabei. Und diesmal ist auch der Grave mit dabei. Juhu! Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ihm nichts erklärt. Er hat keinen Crashkurs von uns bekommen. Er hat einfach alles selber gemacht. Fand ich gut. Er ist der richtige Spieler. So einen brauchen wir. Wir sind jetzt übrigens auf dem Server von Nykos und mir. Also Nykos und Dexo23 heißt der Server übrigens. Nee, ich glaube andersrum. Dexo23 ist Nykos. Ja, der Nykos ist ein ganz höflicher Junge. Der macht das immer richtig rum. Der macht immer den Gastnamen als erstes. Finde ich ganz der toll. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ja. Du kannst hier durchgehen. Und der Server ist übrigens öffentlich, Leute. Ihr könnt gerne drauf joinen und mitspielen. Wir sind auf der Seite Revenant. Der Nykos ist auf der Seite Order. Und dann gibt es noch die... Was? Krieg? Ja, wir machen Krieg. Wie ist nochmal die andere Partei? Keine Ahnung. Order? Nee, die hat auch einen coolen Namen gehabt. Ich hab's vergessen. Also, was hier passiert ist, wir sind jetzt auf dem Server und hier wurde schon was gebaut von den Leuten, die hier waren, aber noch nicht viel. Ihr seht, hier wurde schon mal eine Schmiede gesetzt. Hier wurde angefangen, irgendwas zu bauen. Wurde aber vieles zerstört, weil, ne, wenn das Event ist, dann gibt's Ärger von... Was ist denn so ein Bossmonster? PvE, das sind die Geister, die durch dieses Portal, was du da siehst, heraustreten. Da kann ich auch durchlaufen, ne? Ja. Jetzt bin ich in der Geisterwelt. Jo. Tschüss, Dex, bis dann. Bin ich hier sogar als Geist? Ja? Ja, hab ich dich im Dorfstone. Schon geil, ja. Dann gibt's auch Monster drin. Oh Gott. Habe ich denn auch die gleichen Waffen? Da vor dir. Ja, ja, habe ich denn auch die gleichen Waffen? Ja. Aua. Ich gehe wieder durch. Nein, danke. Ich auch. Alter, war das ja eklig. Der sah aus wie ein bisschen wie der Slenderman, ey. Ja, like a Slender. Shit, ey. Also nochmal ganz kurz als Nachricht, wenn dann doch irgendein Entwickler Deutsch kann, also keiner, bitte mach den Chat weg. Eine Funktion, dass man den wegexen kann oder minimieren oder sowas. Es geht mir voll auf die Senkele. Ich muss mal. Basic. Echt nervig, ey. Als ob man das von anderen Spielen das nicht schon weiß, ne? Blöder Chat da, ey. Ich muss mal ganz was zu essen besorgen. Ich bin nämlich auch vergiftet. Ein paar Menolen fressen. Ganz normales Essen oder wie? Ja, hier gibt's, du kannst Fleisch braten mit dem Lagerfeuer, du kannst Melonen essen. Hier gibt's auch Wasser wieder. Die war so gut wie gar nichts wirklich auffrischen. Also 0,0 oder sowas. Und Dex, wenn du zur Schmiede gehst, siehst du zum Beispiel, die ist noch kaputt gemacht von den Viechern. Die musst du mit dem Hammer jetzt reparieren. Ah, okay. Das sieht man dann, ja? Ne, ja, die Zahl ist dann niedriger. Ah, 1567 von 2000. Jetzt einfach mit dem Hammer links drück drauf schon. Links klick, nicht rechts klick. Aber mit dem Hammer, mit diesem... Ja, mit normalen Hammer. 50 Leben ist das so, Grundlang. Muss ich dafür Material in der Tasche haben? Nein. Einfach nur reparieren? Ja. Das ist hier freundlich. Okay, Schmied ist wieder repariert. Ja, und das war halt bei allen Strukturen. Ich habe die halt jetzt alle schon mal wieder hochgemacht. Gibt's irgendeine Möglichkeit, die Vergiftung loszuwerden? Bandagen vielleicht. Ja, Bandagen. Oder richtiges Essen. Aber Hast du noch keine? Nee, ich kann mir ganz kurz mal schnell welche machen. Zack. Ich bin hier echt am Verrecken. Wo ist er? Das heißt, ich werde wieder ein paar Tage Rennen spielen. Das heißt, hier ist es halt auch so nicht wie bei Ark bei unseren Folgen, dass wir Stück für Stück alles miterlebt, weil hier muss nebenbei geworden werden. Wie ein Samstag das Event ist, wir sagen mal nur einmal Woche online sind, dann können wir die Base nicht so aufbauen, wie sie halt aufgebaut werden müsste. Geht schlecht. Das heißt, ich werde das dann wahrscheinlich dann machen, so ein bisschen mehr spielen als Dex. Ja, da ich jetzt sowieso als Info, ich glaube, das Video wird auch schon rauskommen, währenddessen ich in Deutschland bin. Bin ich ja für 10 Tage in Germania, in Deutschland, und fuck, wie viel Bandagen muss man denn? Wer lässt dich denn da eigentlich rein? Ich habe ein Visum. Von deiner Oma bekommen. Ich hab ein Bild. Die mit dem Schädel. Für alle Sea of Thieves-Spieler. Das war doch deine Tante, nicht deine Oma, oder war das deine Oma? Meine Oma. Deine Oma.
Also Bandage, jetzt habe ich es endlich geschafft, ja. Wie kriege ich denn hier so einen scheiß Drecks-Penner-Arsch? Ja, rede, ich kann dir helfen. Hammer. So einen Hammer hier, wie ich hab? Ja. Dann musst du musst erst immer das Zeug, du musst dir erst die Axt machen und dann kannst du erst den Hammer machen. Den habe ich aber schon, die Axt. Ja, dann musst du den Hammer schon, also dieses, genau. Die fehlen bestimmt die Fibertwims oder das Sticky Sap. Muss einfach mal lesen, was da steht, wenn du mit der Mauszeige drauf gehst. Sticky Sap, du musst hier bedenken, mir fehlt das Roughwood Lock. Dann musst du mit, der Axt auf die dicken Bäume hauen. Denk dran, links und rechte Maustaste sind verschiedene Farmfähigkeiten, ne? Das wollte ich ihm gerade erklären. Ah. Links Sticky, rechts Großbaum. Ja, ganz anders, besonders. Da hat man anderes Weltbild jetzt, wa? Das gleiche gilt für Büschen und Mineralien, für Steine. Sag mal, ist es eigentlich in dem Spiel eigentlich nur dunkel? Oder hat der Herr Nikes das umgestellt, dass es nur dunkel für mich ist? Ja, ich mag es nicht. Dunkel. Ja, ich mag es doch nicht. Dafür die Seelen sammeln. Skill up, Woodcraft. Level 6. Dann werden wir über seine Base hergehen. Dauert ein bisschen. Ich glaube, er spielt jetzt seit fast 2 Wochen, ne? Und wir haben gerade das angefangen. Wie geht's denn deren Base? Du warst ja, glaube ich, mal dort gewesen, ne? Die Wall steht, die ganzen Sachen, die du hier in den Ecken siehst, sind auf die 3. Stufe abgequadet und die Wände auf die 3. Stufe angefangen abzuquaden. Was? Da müssen wir ja noch, glaube ich, ein bisschen arbeiten, ne? Deswegen meinte ich, dass ich hier vielleicht etwas mehr spielen werde. Also ein bisschen eine Mischung aus Ark und Dark and Light. Ja, ein bisschen mehr Dark and Light als Ark, muss man sagen. Ja. Aber ja, ich finde auch eine sehr, 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 sehr große Touch von WoW noch da drin. Ja, definitiv durch die Skillung der Fähigkeiten der 2 Bäume da. Du kannst ja übrigens, klick mal auf Gravy, zurück mal auf C. Nein. Doch. Dann hast du ja oben, ne, diese kleinen Reiter. Dann drück mal auf das was war das nochmal? Auf, neben dem Buch gibt es so ein Pfeil. Talents, genau. Und dann kannst du dann da 2 Talente aussuchen. Die sind dann fix. Wenn du die ausgewählt hast, dann sind die fix und kannst du auch nicht mehr wechseln. Okay, kann ich mir vorher angucken, was die können? Ja, du kannst einfach nur lesen. Sobald du einen Punkt reinsteckst, dann sind die fix. Ja. Also sobald du aber ich kann jetzt erstmal auf Warlord zum Beispiel klicken. Ja. Richtig, und dann kannst du dann mit der Mauszeiger drüber gehen, über die Talente, was die können. Ah, okay. Die ersten beiden sind beispielsweise so mehr so Kriegerklassen, die anderen beiden so mehr die Farmer und Supportklassen. Du hast doch mit mir Dings gespielt. Wie hieß es dann nochmal? Nicht, du hast WoW nicht gespielt. Wie hieß das andere nochmal? Nasebon, naja, schon mal. Terra? Nee. Wie heißt das nochmal? Gravy, helf mir doch mal ganz kurz. Wie hieß das Spiel, was du so gerne gespielt hast? Lass mich jetzt nicht aufstehen und bei meiner CD-Sammlung. Ja, es gab es noch auf CD, das Spiel. Diablo. Fuck you, ich muss mal ganz aufstehen. Deine Mama. Gothic. Gothic, Entschuldigung. Mein Skill Wars. Guild Wars, jetzt habe ich es auch gerade gefunden. Guild Wars. Jetzt Mann, jetzt haben wir aber noch nie zusammen gespielt. Doch, wir haben es einmal ganz kurze Zeit. Sicher? Ganz sicher. Hast du es mal mit DJ gespielt oder mit Vixi? Nee. Die hatten das. Wir haben es nie zusammen gespielt. Nicht. Ich habe es ja immer nur alleine gespielt. Du bist halt ein Einzelgänger. Ja, ich wollte gerade sagen, mit dir will auch keiner spielen. Also, ist aber ähnlich. Du kennst es ja mit diesen. Bei Guild Wars gibt es ja auch diese speziellen, glaube ich, Talente, ne, wo du was auswählen kannst, wie Schurke oder Krieger oder Schamane oder Heiler oder sowas. Und das kannst du ja immer hier auch machen, wenn du dann den Schurken nimmst. Rollspiel halt. Ja, genau, sowas. Kannst du dich dann so ein bisschen. Bist gerade die Mauer wieder im Aufziehen? Ja. Geht ja schnell, mein Freund, geht ja schnell. Wer mag denn kurz mitfighten draußen vorm Tor? Ich? Sozusagen? Wo ist er hin? Da. Ich werde mich jetzt erstmal um die erste Linie kümmern. So, ein bisschen was. Wo ist denn der hingejumpt? Greif die Bäume an. Gibt es als Waffen nur Bögen? Ja. Bögen es gibt auch Nahangriffsdinger, habe ich gehört, aber ich weiß nicht genau. Aber nur so Mittelalter-Zeugs. Ja. Finde ich gut, das gefällt mir. Es gibt kein Schwert jetzt oder so, oder was? Naja, ich glaube, irgendwas gibt zum Base anreißen, irgendwelche Objekte, aber ich habe die jetzt noch nicht genau nachgequatscht. Aber ich glaube, die meisten Waffen sind nur Bögen. Jo, danke. Ich brauch so auch ein paar Sachen. Halt auch Tiere halt dann auch. Tiere, Bögen. Doch die Siege-Weapons, wenn du mal bei den. Ja, hab ich gesehen.
Das sind halt auch so, die, damit kannst du die Base irgendwie einreißen und so. Nahkampfskill kommt auch. Bisschen, aber nicht viel. Hast du den schon gecraftet? Nee. Wie lange bleibt denn die Fleischwunde? Läuft die nicht ab nach einer Zeit? Fleischwunde, nein, doch, kannst doch. Du draufdrücken mit Alt. Ist weg. Ist wieder Schwundikowski. Sehr schön. Jetzt haben wir mal. Oh, das ist ein toller Mond da im Hintergrund. Jetzt haben wir gerade mal ein paar Materials. Also wie gesagt, Leute, wir sind ja jetzt auf einem anderen Server. Wir mussten alles nochmal neu anfangen. Wir hatten das aber extra so geplant, weil hier wurde ja schon gespielt. Man es nicht zugibt, wenn man was verbockt. Richtig, da konnte man alles wieder löschen. Nein, also wir haben ja, hier wurde ja schon gespielt und wir haben das dann so gemacht, dass wir wenigstens von Anfang an von null was zeigen. Die ersten drei Folgen sind ja auch wirklich für Einsteiger mit Erklärung. Und jetzt geht's dann eben richtig los. Jetzt können wir... Ans Eingemachte. Jetzt werden wir alles versauen. Sowieso. So, was heißt das? Was brauche ich jetzt? Wie baut man nochmal? Mit welcher Taste? T, ne? B, da musst du aber erstmal den Hammer hergestellt haben. Den Construction Hammer. Okay. Dafür wird dir das Metall fehlen. Da-da-dem-dem-dem-da-da-dem. Ah ja, das stimmt ja, dieses die Tänzelwein-Zeugs-Ding. Das hab ich. Was? 6 Stück, ja. Was? Ich hab's auch gerade. Say what? Ne, Tänzelwein hab ich gerade bekommen. Also mir fehlt das Metall. Wo hatten wir das nochmal herbekommen? Irgendwo in der Höhle, ne? Achso, in der Höhle, ja. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Direkt neben der Base. Hier oben. Ach, genau, das war da oben lang, ne? Mhm. Hello everybody, da ist die Höhle. Oh. Hier oben. Ich weiß nicht mehr wo. Keine Ahnung. Hi! Hey. Wenn du so gesehen rausläufst aus unserer Base, links den Berg hoch. Alles klar. Aber hier hier kommt eine Spinne auf mich zu. Ja, die Monster, die unterschiedlich drin sind. Oh Gott, die kommen schon hoch, aber hier ist kein Eisen hier unten. Oh Gott, oh Gott, sie kommt raus. Achtung, bewaffnet euch. Spinne kommt. Kommt die raus aus der Höhle? Ja, die kann rauskommen, je nachdem. Es gibt halt an der Stelle eine Backstelle, das heißt, ich kann sich da dran verbacken. Bis jetzt kann sie das noch keiner gewonnen. Alter, die ist Level, was ist die? Level 7. Ja, die kommt nicht raus. Ich kann auch auf die schießen. Ich kill die jetzt. Komm her, du neues Vieh. Und dann kommt die ganze Familie noch dazu. Hast du, ich hab keine Pfeile mehr, oder was? Scheiße. Ich finde, Akma ja auch den Weg da oben hin, dann kannst du dir helfen. Geh schon hinter ihm. Alter, eine war grad da. Oh, das ist ekelhaft. Jetzt kommt. Okay. Kommt sie? Nee? Ja? Doch? Ich mag das. Ich finde, das Spiel ist, macht hier voll Spaß mit dem Farmen. Ja, das Farmen auch wieder einen Sinn für den ganzen kleinen Material. Ich dachte, Ark, da ist ja so schnell schon alles durch. Jetzt kommt eine, will ich killen. Eine, will ich killen. Ja. Get. Viecher. Oh, ich hab was anderes. Ah, jetzt bräuchte man eine Granate. Ja, ne? Granatengrave. Machen Sie mal eine Arbeit. Ich spiel auch mit Granaten rum. Ja, ich hab nur einen Wartiger. Trefft die Rechte nicht mehr. Komm, ist eine Granate. Und was bringen die? Ihn. Damit machst du daraus aus Chitin, machst du hier aber keinen Zement diesmal. Die sind voll eklig. Die sind eklig, ne? Ah, hier ist auch die dicke Bertha. Hab sie gerade gefunden. Oder? Nee. Die bewegen sich immer so schnell, dass wir jedes Mal immer eine andere treffen. Ja, aber gleich sind sie alle gleich dran. Oh, was ist? Wow! Wo ist sie hin? Keine Ahnung, ist mir egal.
egal, ob das nicht weit weg ist. Ah, da sind alle drei drin noch. War das ein Bug jetzt? Ja, ja. Aber es sah eklig aus. Guck mal, ob die Kiste mal gelootet. Ja, gut. War ein Bogen drin. Irgendwie trifft man die jetzt nicht mehr. Ich treffe sie nicht mehr. Hast du noch eine Trefferzone? Ja, eben, wenn sie da unten stehen, triffst du noch. Warte, ich komme auch, ich helfe rein. Mir gehen gleich die Pfeile aus. Craft einfach kurz gemütlich nach, habe ich auch schon alles gemacht. Mal ein richtiger Bogen für mich, der rote Runen. Jetzt, die eine ist tot gleich. Die erste hier. Jetzt ist tot. Jetzt. Wo finde ich diesen Metall? Wir sind gerade in der Höhle hier. Geh mal, wenn du raus aus der Base wieder gehst, ne? Richtung da, wo wir hergekommen sind, wo wir gestartet sind. Ich habe keine Pfeile mehr. Dann gehst du links den Berg hoch. So, Richtung. Wo so eine große Wurzel ist, oder was? Ist hier eine Wurzel? Nein, ist keine Wurzel. So ein großer. Wo die See ist. Wo Bein- See. Bogen. Nein, genau die andere Seite. Alle tot? Ja. Ich will auch irgendeine mal farmen. Gucken, was das da. Ja. Da hinten ist es aber sehr, sehr, sehr dunkel. Ich würde euch empfehlen, eine Fackel vorzumachen. Ich hab eine Fackel bei. Ich empfehle euch zwei Fackeln zu machen. Also, wenn du Richtung See guckst, aus dem Haus rausgehst, Fackel zur großen Base, dann direkt links. Sofort Richtung links hinweg. See? Was für ein See? Da, wo ihr hergekommen seid. Wo ihr runtergefallen seid. Aus diesem. Okay. Da habe ich eine Tür hingemacht, eine ganz große Wand gezogen mit der Tür, dass du siehst, dass es der. Da läuft gerade jemand. Ja, das bin ich. Komm. Oh, das ist ja, voll dunkel. Da, genau, da hoch. Wie kann man nochmal die Fackel? Genau da, wo geh, ich hinziehe gerade. Mit G. Gustav. Ah, ja, stimmt, wie Gackel. Mhm. Ach, da oben. Okay. Und da brauchst du eine Fackel drin, weil es ist schwarz. Du siehst da wirklich nichts. Wenn du dich einem ohne Fackel verliert, dass du da aus Ewigkeit bis du wieder rauskommst. Das ist Topaz, das ist gar kein Stein. Wie wenig denn die Fackel aus? Mit G. Eisen. Mit was muss ich denn das abarbeiten? Spitzhacke. Das ist was anderes, was du da gefunden hast. Das ist kein Stein, kein Eisen. Das ist bestimmt Gold. Nein, Topaz. Nee, Topaz habe ich abgearbeitet, aber da gab es noch was anderes. Eisen, Silber. Gibt's da unten noch. Ah, Silber, bestimmt, weil wir können das nicht abarbeiten. Aber Topaz brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich Eisen. Eisen gibt's hier nicht. Doch, da gibt's Eisensteine. Müssen wir weiter rein, glaube ich. Hast du uns gefunden? Geht's auch gar nicht Krabby? Mehr. Ich nehm dir. Hä? Achso. Ach, das bist du. Ach, das muss man mit dem Ding anderen abarbeiten. Ich voll fast, ne. Was arbeite ich den Mist denn ab? Mit der Spitzhacke. Nicht mit dem Hammer. Ich hab gar keine Spitzhacke. Doch, kannst du ja craften, aber. Natürlich hast du eine Spitzhacke, hast du doch vorhin noch gesagt. Jetzt hab ich eine, ja. Ja, guck mal. Vor allen Dingen brennt die Fackel vom Grave noch wie. Okay, ich hab nichts gesagt. Voll dunkel, ne? Weil dieses Riesentier nicht mehr hier drin. Ne, es waren ja nur die Spinnen hier drin. Ja, aber denk mal, bei dem Server, wo wir probiert das haben, das kann danach spawnen noch. Das spawnt immer random. Oh Gott, das ist. Ach ja, dann. Ja, was? Vor allen Dingen, das Lagerfeuer ist aber ein Witz, ne? Was ist ein Lagerfeuer? Lol. Oh Gott, ich bin voll, ich kann mich nicht mehr bewegen. Darauf habe ich jetzt auch aufgepasst. Wenigstens drauf aufgepasst. Nix ist breit. Ich gehe wieder raus. Danke. Oh Gott. Nutella. Krass, ey. Kann ich hier was loswerden hier?
Okay, ich habe mal ein paar Steine gedroppt. Geh. Hallo. Klopfen wir mal bitte ganz kurz auf den Stein. Please. Okay. I thank you. Was? Ich muss was rausschmeißen. Du bist, glaube ich, im Dunkeln, ne? Das Lagerfeuer macht überhaupt keinen Licht, kein Lichtquelle. Licht. Keine ja, Lichtquelle, überhaupt nichts. Mit Absicht, da bist du halt da nicht diese Möglichkeit, dass mit diesen Lagerfeuern zu arbeiten, die unendlich Licht machen. Die haben wir jetzt diesen Bug noch. Ist den zu schwer? Das rausgenommen. Gravy, bist du schwer? Kann sein. Du musst einfach die Steine rausschmeißen. Steine kannst du ja draußen irgendwo farmen. Die brauchen wir aber. Ja, ich habe aber keinen Platz mehr. Nehme ich lieber Eisen mit, dann muss ich nicht nochmal hier rein. Komm denn du? Hättest du echt jetzt Eisen hier aus der Base nehmen können? Nein. Und Scherz. Das Holz brauche ich jetzt. Der Baum ist hier. Ich habe doch jetzt noch eine Forge im Inventar. Muss einfach den Weg lang laufen, wird schon irgendwie gehen, dann wird es plötzlich ganz schnell hell. Oh krass, das ist so mega dunkel hier drin. Bin ich ja gut gemacht, muss ich sagen, dass du halt wenigstens mal eine Fackel brauchst in den Höhlen. Da hast du halt diese Grube, dann kommt da halt kein Licht rein. Bisschen zu extrem auf einmal, aber an sich finde ich das ganz gut gemacht. Es ist wirklich extrem, aber finde ich vollkommen okay. Immer Hunger, immer Durst, der Kerl ist echt. Brauchst du Essi? Ja, ich geh jetzt auch, Komm her! Yes. Warte, ich muss das erst von da ziehen. Das ist der Grave. Hey, warum haust du mich? Das ist der Grave, nicht ich. Warum haut ihr mich? Ich bin noch nicht da, ich habe dich noch nicht gehauen. Ich komme mit meiner Spitzhacke. Ich hau direkt richtig. Ihr solltet eure Team jetzt nicht schlagen, ihr verliert dadurch Stammespunkte. Brauchst du auch Essi? Ja, bitte. Oh, hier ist ein Hirsch im Boden. Ah, geil. Dankeschön. Ich schicke gerade einen Hirsch, steckst also so die Hörner davon. Also das Geweih und das kommt aus dem Boden raus. Also, so Crafting Hammer hab ich gemacht. Glaub ich. Ja. Die Wände sind irritierend. Wo geht's denn hier rein? Ach ja. Huch! Da war Neustadt. Ja, geil! Ja? Oh, Crash, eins von beiden, das passiert schon. Ich bin runtergeflogen, sofort. Also bei mir läuft der Crash noch rum. Ich laufe ja auch noch rum. Hallo. Hallo. Ja, dann sind wir da wieder rausgeflogen. Also ich bin rausgeflogen. Ja? Ich kann aber schon wieder joinen. Finde ich vollkommen okay. Also hast du die Mauer jetzt schon durchgezogen, ja? Drumherum gezogen. Ah, nee, ist das drunter und nicht raus? Ja. Ja, wir können direkt wieder rein abmachen. Nur die Schlimmsten kommen raus. Die Besten halt. Die haben schon wieder so viel gespielt. Die Schlimmsten, wolltest du sagen. Was ist denn das hier eigentlich? Leather Divinity Seed. Eigentlich das so spiele ich auch mal wieder Bock auf Conan Exiles. Den auch ich auch. Ja, Conan ist auch so richtig cool. Hätte nochmal richtig krasse Updates aufgebracht. Ja, also richtig viel, ja, definitiv. Die haben viel an PvP-Genre gehandhabt. Geil. Ich hab das ja gespielt, als das rauskam. Haben wir zusammen gespielt. Mhm. Nur wegen natürlich Wix, schon wieder mal zu übertreiben zu müssen, den Server, Alter. Eieiei. Ja, nicht schlimm, er hat ja hier ja alles hochgetrieben aufs Hundertfache. Er hat auch das Level erhöht gehabt. Nicht so schlau. Konnte der Boss bis 30 oder so leveln. Aber er hat bis 50 gemacht. Man muss vorstellen, denkst du, spielst das Spiel zum ersten Mal, im Farm war direkt mal 50, ja, das ist halt doof. Level mal 100. So macht man sich den Spielplatz kaputt. Spielspaß kaputt. Ja. Spielplatz auch. Spielplatz kaputt. Und den auch. Den sowieso. So, da steh ich mal her. Und Gravy, hier stellst du die Sachen für die Base her. Also, du siehst ja schon oben Construction Shop. Das allererste, da siehst du rechts, siehst du diese Mörser-Sägen, das kannst du ja alles hier draußen verteilen. Hier kommen Schmelzensachen hin, hier kommen Mörser hin. Auf der anderen Seite das ist es Stein- und Holzverarbeitung. Bringt diese Fackel was nachts? Die Fackel, daraus nichts, die hier sind. Die Standing Torch? Sind nur hier für die Base, glaube ich. Okay. Aber die bringt ein bisschen was. Standing Torch ist natürlich typisch.
Ark-Style, ne? Hinstellen und fertig. Mach so einen kleinen Lichtkegel. Ja, aber nur ganz klein wahrscheinlich. Ne? Ja, klein nur. So, ich brauchte Steine, glaube ich, so rausgeschmissen. Wir sind die Rosa Boys. Ich hab Steine, ich hab so viel Steine. Gib mir alles. Kann man das doch irgendwie abgeben? Gehst du einfach hin und mach doch ausleeren, oder nicht? Na, hier, alle Steine hier rein. Steine immer hier. Wo ist hier rein? Warte, ich bin noch am Feuerchen. Komm doch, man konnte doch irgendwie hier drauf zugreifen. Wie war es denn nochmal? Ja, hier, auf den Teil hier. Da. Wo seid ihr? Da. Alle Steine hier rein. Einfach kann rein. Kann hier nichts bauen, oder wie ist das? Doch, kannst du, aber dafür brauchst du diesen Construction Hammer. Und abreißen können halt nur Leute, die einen Elder-Status haben. Das sind die Leute, die hier halt am meisten gesuchtet haben. Wie machen wir es nochmal? Reintun? Einfach rüberschieben. Oder T drücken. Oder T drücken. Ah, okay, supi. Aber nur nicht anstellen, das Stein brauchen wir erstmal so. Okay, bei mir habe ich schon angestellt gehabt, weil ich wusste nicht genau, was ich da drücken sollte. Ja, die vier Stück ist jetzt nicht so schlimm. Mir fällt gerade auf, ich wollte ja die Seelen wegbringen. Das stimmt, das sollte man sagen, wenn du nachts solche komischen Lichter, blauen Lichter siehst, eher Lichter, kaputt machen. Mit einem einfachen Spitzhacke-Sense mit der Hand. Weil das sind die wichtigsten Ressourcen hier im Spiel. Okay. Und das, damit gehen wir zum großen Baum, da siehst du so eine 100.000 stehen. Bis jetzt 200. Wenn du die 100.000 erreicht hast, ist das Spiel vorbei. Unser Bäumchen, meinte er. Ja. Das ist nicht der große goldene, sondern unser Bäumchen hier. Ach so. Einfach runtergucken an die und dann. Das ist so gesehen, dass das Dungeon Herz nur andersrum. Wenn das Dungeon Herz voll ist, dann haben wir gewonnen. Der Dungeon Keeper, Dungeon Herz tut es, dann ist alles Ende. So, wir machen aber jetzt Schluss für diese Folge. Wir haben uns ja mal wieder so ein bisschen erstmal eingespielt. Wir müssen uns langsam ein bisschen sputen mit der Verteidigung, weil am Samstag, ne, soll ja das Event wieder um 22 Uhr losgehen und da müssen wir eigentlich parat sein. Ich werde ja nicht da sein, also müsst ihr selber machen. Ich vielleicht auch nicht, das ist das Problem. Schatz. Ja, sorry. Selber schuld, musst du alles alleine machen. Easy. So, Däumchen hoch, Leute, und wenn es euch gefällt, kaufen, mitspielen. Ihr wisst ja, der Server ist free, offen und ihr könnt mitmachen. Bis dann. Tschüdelü. Alles kaputt neben mir. Das war ich gerade.